Ukrainische Armee meldet Teilerfolge im Osten und Süden. Man komme allerdings nur langsam voran. Im Osten sei die Lage kompliziert. Es toben schwere Kämpfe. Spaniens Ratspräsidentschaft beginnt mit einer Reise in die Ukraine. Unruhen in Frankreich. Macron ruft zur Wiederherstellung der Ordnung auf. Mehrere Tote und Dutzende Verletzte nach Beginn von groß angelegtem Militäreinsatz im Westjordanland. Die ukrainische Armee hat kleine Erfolge bei Bachmut gemeldet. Wie Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar auf Telegram schrieb, sei man dort im Vormarsch und habe Teilerfolge verzeichnet. Die ukrainischen Truppen rücken laut eigenen Angaben auch im Süden in Richtung Berdjansk und Melitopol vor. Die Gegenoffensive laufe dennoch zu langsam, besonders im Osten toben schwere Kämpfe. Die russischen Truppen hätten bei Avdijewka, Marienka und Liman im Donetsker Gebiet sowie in Svatove im benachbarten Luhansk angegriffen. Die Situation sei kompliziert, so Maljar weiter. Unterdessen hat Moskau nach eigenen Angaben ukrainische Angriffsversuche in der Region Saporischschja vereitelt. Das russische Verteidigungsministerium hat an diesem Sonntag Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen sollen, wie die russische Artillerie den vorrückenden ukrainischen Truppen massive Schläge zufügt. In den Gebieten, die die Ukraine zurückerobert hat, versuchen mittlerweile einige Einwohner, ihre vom Krieg zerstörten Häuser wieder aufzubauen, wie hier in der Region Kharkiv. Einige Dörfer wurden im Krieg fast völlig zerstört. Der Großteil ihrer Bewohner ist geflohen. Anlässlich der Übernahme der spanischen EU-Ratspräsidentschaft hat Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez EU-Ratspräsident Charles Michel in Madrid empfangen. Später erläuterte Sánchez, warum er Spaniens Ratspräsidentschaft mit einem Besuch in die Ukraine begonnen hat. La Unión no escatimará esfuerzos en seguir apoyando a Ucrania. Y esa fue la razón por la que ayer viajé a Kiev en el primer día de la presidencia española para trasladar nuestro apoyo simbólico, pero también medidas concretas para apoyar al pueblo ucraniano. Because today Ukraine is the front line in the battle for our European principles and values, and our duty is to support the people of Ukraine as much as we can and for as long as it takes. Spanien hofft zudem während seiner sechsmonatigen Ratspräsidentschaft Fortschritte bei mehreren wichtigen EU-Themen zu erzielen, darunter eine Einigung beim umstrittenen EU-Migrationspakt, der in der vergangenen Woche am Widerstand Polens und Ungarns gescheitert war. Nach tagelangen Unruhen auf Frankreichs Straßen hat Präsident Emmanuel Macron mehrere Minister zu einer Dringlichkeitssitzung getroffen. Man wolle entschlossen gegen Krawallmacher vorgehen und sich mit mehr als 220 betroffenen Bürgermeistern beraten. Zuvor hatte sich die Großmutter des vor knapp einer Woche von der Polizei getöteten 17-Jährigen mit einem öffentlichen Appell ein Ende der Gewalt gewünscht. Am Wochenende war das Haus des Bürgermeisters eines Pariser Vororts in der Nacht von Randalierern angegriffen und in Brand gesetzt worden. Die Ehefrau und eines der zwei kleinen Kinder wurde verletzt. Die anhaltenden Unruhen haben Macrons Regierung nach den Protesten der Gelbwesten und gegen seine Rentenreform in eine weitere schwere Krise gestürzt. Am Samstag sah sich Macron gezwungen, einen geplanten Staatsbesuch in Deutschland abzusagen. Wir sind mit Frankreich befreundet. Wir sind beide ein Paar, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass die Europäische Union gut funktioniert, die für unsere gemeinsame Zukunft so wichtig ist. Und deshalb gucken wir natürlich besorgt hin. Und ich hoffe sehr und bin auch sicher überzeugt, dass der französische Präsident Wege finden wird, dafür zu sorgen, dass diese Situation sich schnell wieder bessert. In der Zwischenzeit setzt Frankreich auf massive Polizeipräsenz. 45.000 Polizisten werden auf den Straßen der Großstädte eingesetzt und versuchen, die meist jugendlichen Krawallmacher, die vor allem aus den sozialen Brennpunkten der Vorstädte stammen, so schnell wie möglich festzunehmen. Bei einem groß angelegten israelischen Militäreinsatz sind mindestens 7 Palästinenser getötet worden. Dutzende weitere wurden verletzt.
Nach israelischen Angaben richtet sich die Operation gegen terroristische Strukturen. Sie würden so lange wie nötig andauern. Israels Militäreinsatz konzentriert sich auf den Ort Jenin im Westjordanland. Er gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Dort befindet sich auch ein Flüchtlingslager mit rund 17.000 Menschen. Die Lage in den von Israel besetzten Gebieten ist seit langem angespannt. Der albanische Ministerpräsident Edi Rama hat den Kosovo aufgefordert, den von Frankreich und Deutschland vorgeschlagenen Plan zur Beilegung der Streitigkeiten mit Serbien zu akzeptieren. In einem Interview für Euronews Albanien betonte Rama, dass der Kosovo die Chance, die sich ihm bietet, nicht verpassen sollte. Kosovo kann trües planin franco-german të cilin është Kosova në radh parë dhe jemi ne shqiptarët të parët të interesuarit që duhet ta shtym përpara deri në fund duke këmbgulur për të shfrytzuar këtë potencial të madh për ta detyruar Serbinë që ta pranojë planin franco-gjerman, që do të thotë praktikisht hapja përfundimtare e rrugës së ardhmes për një Kosovë të njohur nga të gjithë. Doch was passiert, wenn die Europäische Union wegen des andauernden Streits Sanktionen gegen den Kosovo verhängt? Ne do vazhdojmë të bëjmë, do vazhdojmë të bëjmë që bëjmë, vazhdojmë të lutemi. Albin Kurti, të lutem Albin, të lutem, kupto që je gabim, kupto që është koha për të përqafuar bashkësinë euroatlantike. Kupto që është koha për të ulur bashkë me bashkësinë euroatlantike dhe për ta marrë këtë fitore që ta kanë sjellë aty në tavolinë dhe që nuk po e shef që e ke aty. Weiterhin, so Rama, sollten sich die Balkanländer von nun an auf den Berliner Prozess konzentrieren. In Kiel hat der Kampfmittelräumdienst eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Sprengkörper wurde bei Bauarbeiten entdeckt. Rund 8.200 Menschen mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Der Einsatz dauerte 3 Stunden. 200 Einsatzkräfte waren in Bereitschaft. Erst in der vergangenen Woche war eine britische Fliegerbombe in einem anderen Stadtteil Kiels gefunden und entschärft worden. In Polen ist an diesem Sonntag die dritte Ausgabe der Europaspiele zu Ende gegangen. An der internationalen Multisportveranstaltung nahmen 7000 Sportler aus 49 Ländern teil. Für einige war es eine Gelegenheit, sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris zu qualifizieren. Allerdings war das Event nur mäßig besucht. W Krakowie prawdopodobnie przybywa w związku z igrzyskami około 20 tysięcy osób. To tak średni weekend w Krakowie powoduje, że jest tutaj więcej osób. My nazywamy to igrzyskami przepalonych pieniędzy, bo wydano tak wiele środków, które się nie zwrócą. Tak wiele wydarzeń się tu odbywa, które okazały się być klapą. Zresztą w sporcie liczy się nie tylko wynik, ale także frekwencja, tłumy, entuzjazm kibiców. No nie ma kibiców, nie ma entuzjazmu. Dennoch, die Organisatoren sind mit den Ergebnissen zufrieden, auch wenn sie einräumen, dass der Zeitpunkt der Veranstaltung ungünstig war. Przygotowywaliśmy wydarzenia przez ostatnie półtora roku, kiedy w Polsce mocno mówiło się o sytuacji wojny. Był temat inflacji, temat sytuacji po pandemii w Polsce, natomiast my stanęliśmy tutaj w pełni sił. Oczywiście nie w każdy dzień te trybuny były wypełnione, natomiast w trakcie rozgrywek finałowych były one pełne. Die Stadt Krakau, Hauptausrichterin der Spiele, sagt, für sie habe sich die Investition trotz des geringen Interesses des Publikums gelohnt. Ostatecznie miasto otrzymało 350 milionów złotych na inwestycje w infrastrukturę, na budowę, remonty dróg przede wszystkim i 150 milionów na inwestycje w infrastrukturę sportową. Natomiast ten wkład miasta to 100 milionów złotych w organizację, w związku z czym no, łatwo policzyć, że Kraków na tym wydarzeniu zyskał 400 milionów. The European Games in Poland ended yesterday, but opinions regarding validity of this event are still very divided. Most of them concern one question. Can Poland afford to organize such events in times of financial struggle? Magdalena Falownik for Euronews from Krakow.
Die USA sind seit Freitag wieder Mitglied der UNESCO, der UN-Organisation für Bildung, Kultur und Wissenschaft. Unter Präsident Donald Trump waren die USA vor 5 Jahren aus der Organisation ausgetreten. Die Beitragszahlungen wurden bereits 2011 nach Aufnahme Palästinas ausgesetzt. If you're really going to say that you are involved in global cooperation on a range of issues, whether we're talking about climate change, whether we're talking about journalistic freedom, whether we're talking about technological and scientific progress, you should be part of UNESCO. Why shouldn't we work together for educational, scientific, and cultural heritage and for progress? Now, it may happen that by being on the right side of contemporary affairs, you also gain soft power for yourself. Viele Jahre war die Arbeit der UNESCO von politischem Streit im Nahostkonflikt überschattet. Kultur, Bildung und Technologie sind oft genug auch Schlachtfeld politischer Positionen. The Biden administration recognizes in terms of power politics that if you're not in UNESCO, you give up leadership or a primary position to China. And there will be some posturing over the US re-entry into UNESCO. The Chinese are putting out PR through the Communist Party newspaper that, you know, if the U.S. is doing this just to try to gain advantage versus us, we won't let this happen. But let's be honest here. The United States, for many years, was the largest funder, contributor to UNESCO. The United States has a lot that it can bring to UNESCO in terms of cooperation. I think all of this will lead to a general welcoming. Das US-Außenministerium begründete die Rückkehr mit Reformen, die die UNESCO effizienter gemacht hätten, und mit neuen Themenfeldern wie Technologie und Umweltschutz.